Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing der Goodie Box im Oktober. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Diese wunderschöne Beauty Box, die monatlich erscheint, kostet 19,95 € und sie kommt aus Dänemark. Das heißt, sie enthält auch ganz besondere Marken, die wir immer mehr kennenlernen, wenn ich das mal so sagen darf, weil man hat sie ja auch wiederkehrend hier drin und dann ja entdeckt man neue Produkte von halbwegs, ich kenne sie mittlerweile, Marken, weißt du? Richtig cool und ich bekomme die in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie vorzustellen und weil ich gerne Liebe teile, verlose ich auch in diesem Video wieder eine individuell zusammengestellte Beautybox. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. 5 Beauty-Schätzeleins haben wir hier drin, in krassen Größen, von krassen Marken. Ich bin sehr gespannt. Auberginefarben ist meine Box diesen Monat. Und ich mache das Schublädchen mal auf. Man kann die auch super als Regal nachher sich zusammenbauen. Ich habe die auch überall bei uns im Haus, ne? Da sind dann so kleine Sachen zur Aufbewahrung drin. So schaut das dann immer aus und es ist eine Box, die uns immer sehr warmherzig empfängt. Also wir haben hier auch immer Mottos, die unter die Haut gehen und das finde ich sehr, sehr schön. Deswegen schauen wir uns zuallererst das Beauty-Heftchen an. Da ist nämlich auch das Motto immer etwas mehr erklärt. The Stop Feeling Guilty Box, also du sollst aufhören, dich schuldig zu fühlen mit dieser Box. Und da steht ein bisschen was dazu, was die Boxenpacker sich beim Boxenpacken gedacht haben. Wie können wir Frauen aufhören, uns schuldig zu fühlen? Wir Frauen sind schuldig im Sinne der Anklage. Wir fühlen uns manchmal sogar schuldig, weil wir uns schuldig fühlen. Schuldgefühle sind die sinnlosesten Emotionen, die es gibt. Denk mal drüber nach. Glück, Angst oder Wut sind alles Emotionen, die uns irgendwie motivieren oder Veränderungen vorantreiben. Schuldgefühle hingegen blicken ständig auf die Vergangenheit zurück und verursachen Selbstvorwürfe. Und trotzdem verbringen wir immer noch so viel Zeit damit, uns schuldig zu fühlen. Sind Schuldgefühle einfach ein Teil von uns? Oder müssen wir lernen, mit ihnen zu leben? Auf keinen Fall. Lass uns einen Weg finden, unseren Schuldgefühlen ein für alle Mal den Rücken zu kehren. Lasst uns über unsere individuellen Schuldgefühle sprechen, indem wir sie anerkennen, hinterfragen und ihnen dadurch ihre Macht nehmen. Lasst uns all diejenigen ignorieren, die unseren Lebensstil hinterfragen, nur weil sie einen anderen Weg für sich selbst gewählt haben. Und lasst uns mit gesellschaftlichen Normen brechen. Kurzum, hier ist ein großer Mittelfinger an all die Gedanken und Befürchtungen, was andere denken und ein herzliches Willkommen an alle Non-Apologize, #SorryNotSorry. Es ist Zeit, genau so zu leben, wie wir es wollen. Dein Goodiebox-Team. Wow! Ja, was soll ich sagen? Pisse in den Augen. Guten Morgen. Leute, die hier schon etwas länger auf meinem Kanal sind, wissen tatsächlich, dass ich seit Oktober ja auch meinen Job gekündigt habe. Das heißt, dass ich jetzt auch aktuell einfach ohne Job im klassischen Sinne bin, sondern gerade versuche einfach hiervon zu leben, also quasi selbstständig bin. Und man muss sich sehr oft erklären. Also das ist, es ist gar nicht so einfach, ne? Ob ich das für immer so mache, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich denke auch, dass ich irgendwann wieder ins normale Berufsleben einsteigen werde. Aber zur Überbrückung ist das für mich hier optimal. Es ist wirklich gut und ich fühle mich wohl damit. Und ich musste auch selber diese innere Schuldigkeit ablegen. Und da hat mein Freund auch wirklich mit der Brechstange vorgehen müssen, um das mal so zu sagen. Ja, krass. Ich fühle mich so angesprochen gerade von dieser Box und ich bin gespannt, was jetzt an Produkten hier drin sein wird. Also mir reicht, ohne Witz, mir reicht das hier tatsächlich jeden Monat, einfach um diese Herzenswärme zu spüren. Wow, okay, ja, hier haben wir dann die Box, die ist verschlossen mit diesem wunderschönen Seidenpapier und einem Klebi. Das machen wir jetzt einfach mal auf. Auf Filmmaterial wird weitestgehend verzichtet, es sei denn, wir haben hier so Produkte drin, die ein bisschen mehr verpackt werden müssen. Ne? So Lidschattenpaletten hatten wir hier mal drin, Puder oder Blush Bronzer Highlighter, sowas, ne? Da ist ja auch mal so Luftpolsterfolie drumherum. Und hier habe ich dann zuallererst von MCO Beauty dieses tolle Clear Brow Gel. Ach so, das fehlte wohl. Ach so, ups, hier kommt eine dicke Non-Apology von unseren Freunden von Manakata Beauty. Sie sind #SorryNotSorry, dass ihr Lash Extending Primer nicht rechtzeitig angekommen ist. Ach so, das heißt, in dem Heftchen steht ein anderes Produkt drin.
Aber keine Panik auf der Titanic, wir versprechen euch, dass ihr dieses Produkt trotzdem in einer zukünftigen Goodiebox erhalten werdet. In der Zwischenzeit ist MCo Beauty für sie eingesprungen mit ihrem Clear Brow Gel im Gepäck. Ein Hoch auf MCo Beauty und viel Freude mit deinen perfekt gestylten Augenbrauen. Mega cool, denn ich bin ehrlich, ich finde es hochgradig cool, dass wir in letzter Zeit in Adventskalendern und auch in Beautyboxen öfters mal so Clear Brow Gels drin haben, ne? Aber da kommen wir gleich irgendwann zu dem Produkt. Denn erst haben wir hier noch ein paar andere Sachen, die wir vor uns hertreiben. Den Adventskalender zum Beispiel habe ich mit euch zusammen ausgepackt. Kostet 99,95. Ich weiß nicht, ob der Code, den ich hatte, für Nichtmitglieder noch gültig ist. Müsst ihr mal vorbeischauen. Video habe ich euch gerade verlinkt. Scharfes Teil, muss ich wirklich sagen. Dann haben wir hier ein Gutscheincode, 3000 plus Designerlabels mit minus 80%, Best Secret, okay, da kann man mal vorbeischauen und da hat man hier eine exklusive Einladung, scheinbar muss man dazu eingeladen werden. Oh mein Gott, ich sehe hier eine Lidschattenpalette, Leute. Der Blick in die Box, aber wir nehmen als allererstes mal das Produkt raus, worüber wir ja schon gesprochen haben, kommt auf jeden Fall in mein Fullface Beauty Boxen rein. Ich muss auch noch das von September abdrehen, aber das hier kommt in den Oktober mit rein, wie schon angekündigt von MCo Beauty, das Clear Brow Gel und ja, nicht schlecht, Herr Specht, muss ich sagen. Was haben wir denn hier an Größe? 3 Milliliter sind hier drin, das ist nicht verkehrt, ne? Und ich verwende sowas gerne, um einfach meine Augenbrauen in Form zu bringen. Und manchmal ist es auch ganz cool, sowas einfach zu verwenden, wenn man einen No-Make-Up-Day hat. Weil wenn ich meine Augenbrauen so ein bisschen auch, ne, mittlerweile durch das Grande Brow Serum, genau wie das Grande Lash Serum, gibt es bei Purish mit Claudies Welt 15, kriegst du 15% Rabatt. Ist ein Affiliate-Rabattcode und alles in der Infobox verlinkt. Auf jeden Fall habe ich dadurch Augenbrauen bekommen und kann dann auch wirklich mal so im Alltag einfach nur ein bisschen durchbürsten. Fertig ist die Laube, ne? Sehr, sehr cool. Und direkt schon mal dekorative Kosmetik. Freue ich mich. So, jetzt kommen wir zu dem Knüller. Das ist gar nicht extra. Achso, das ist hier drin nochmal eingepackt, ne? Das ist interessant. Botanic Beauty, davon hatten wir auch mal einen Blush. Hammer. Hammer. Bare Essentials, die Eyeshadow-Palette. Enriched with Coffee Extract. Oh mein Gott. Das Ding haut mich jetzt ja mal gerade voll von den Socken. Also jetzt einfach mal random im Oktober eine Lidschattenpalette drin zu haben. Das ist schon sehr überraschend gerade für mich. Und ja, dann hast du hier noch die Rosenoptik und dann Kaffeeextrakt. Also das schreit mein Name. Wenn hier noch eine ordentliche Pigmentierung hintersteckt, Entschuldigung, nein, sorry, not sorry, ich habe einen Frosch im Hals. Dann ist das ja mal mega geil. Also ja, das war hier nochmal in so einer, ne, Luftpolstergeschichte. Sieht richtig ansprechend aus. Hammer. Ist heile. Hat relativ kleine Fännchen, aber das finde ich gut. Damit kann ich gut arbeiten. Ich entferne jetzt hier mal die Folie. Du hast hier sogar noch den Hammer, den Spiegel auch noch mit bei. Und schön. Ich muss gleich mal dran riechen, ob das wirklich nach Kaffee vielleicht riecht, ne? Das ist ja mal der Wahnsinn. Riecht jetzt nicht nach Kaffee, aber dass die hier einfach mal eine Lidschattenpalette reinhauen, ja, natürlich muss ich swatchen, ist klar, ne? Einfach random ein paar Farben, am liebsten natürlich Schimmertöne, weil ich neugierig bin. Krass. Oh, sogar so ein schimmerndes Schwarz, sowas finde ich schwierig, aber mega schön. So schauen die Fingerswatches aus, ist schon krass. Guckt euch das an. Das mag ich. Ja, ne, das ist immer so eine Sache mit matten Tönen, aber Hammer! Geil! Also ich feiere das. Das ist ein Kracher. Das ist ein Kracher. Und du zahlst 19,95 für die Box. Ja, schöne Kiste. Kommt, wie gesagt, ins Fullface Beauty Boxen. Diese ganze Umverpackungsgeschichte und so, die kommt bei mir immer relativ schnell weg. Ich bin da, ne? Trenne mich schnell von solchen Dingen. Und passend dazu haben wir von Nire, ich liebe Nire, tolle Pinsel haben wir jetzt öfter schon in der Goodie Box drin gehabt. Ein Lidschattenpinsel ist das wahrscheinlich, ja. Eyeshadow 223 von Nire ist auch mit dabei. ein bisschen rein kann nicht schaden. Wirklich cool. Das passt auch zu der Palette, dass wir den da mit drin haben. Ist so ein etwas flacherer Pinsel. Also der ist nicht rund, der ist so ein bisschen, ne? So ein Shader halt. Finde ich cool. Wird zusammen verwendet. Wow, die drei Produkte gehen schon mal direkt ins Fullface Beauty Boxen rein. Und dann haben wir von James Reed ein Gradual Tan Sleeping Mask Face Retinol. Hä? Warte mal. Eine Maske mit Retinol von James Reed ist schon mal
drei Sachen hintereinander, die ich cool finde. Sleep Mask, okay, kannst du dann über Nacht verwenden, 25 Milliliter. Aber ist es dann vielleicht etwas, weil Gradual 10 tennt mich das auch noch? Also hat das auch noch einen Bräunungseffekt? Da hätte ich persönlich ein bisschen Schiss vor, um ehrlich zu sein, weil... Wenn du dann eine helle Bettwäsche hast, was passiert denn dann? Weil ich bin ja Bauchschläfer, das heißt, ich schlafe echt mit meinem Gesicht in dem Kissen drin, ne? Jetzt habe ich das letzte Produkt hier und zwar ist es von The Cure Empowering Fluid Mikrobiom Repair Mist. Okay, hier haben wir drin 15 Milliliter. The Cure ist auch eine Marke, die wir schon mal drin hatten. Die kommt mir auch bekannt vor. Dann ist das ein Sprayer, aber wofür? Irgendwas... soll das halt reparieren. Deine Haut ist dein größtes Organ und beherbergt Entschuldigung, Millionen von Mikroorganismen durch auch Hautmikrobiom genannt. Wenn dein Mikrobiom ausgeglichen ist, sieht deine Haut gesund aus und es fühlt sich dementsprechend auch so an. Es ist also kein Geheimnis, dass wir gut auf unsere Haut aufpassen müssen. Dieser Repair Mist von The Cure lässt dein Mikrobiom mit Vitamin D, Shiitake-Pilz, was? Geil. PHA und einigen der besten Superfoods der Welt wie Ingwer, Grünkohl, grüner Tee, Kurkuma und Ashwagandha auf. Hilfe. Sprüh diesen Power-Cocktail jeden Morgen als ersten Schritt deiner Hautpflegeroutine oder bei Bedarf über den Tag hinweg auf deine Haut. Denn die wird es dir mit einem Vitalitätsboost und einem strahlenden Glow danken. Ach krass. Interessant, hat einen Wert von 23 Tacken. Das finde ich interessant. Also so eine Art kurz nach dem Toner verwenden, würde ich jetzt mal so sagen. Leute, das war jetzt mal eine echt spektakuläre Box, oder? Also wir haben hier 5 Produkte drin, alles echt wahnsinnig interessante Produkte. Wahnsinnig. Also die Lidschattenpalette, das ist der Knaller natürlich. Aber dann halt auch Pinsel und Augenbrauenviech und Tanningviech und... Sprayviech und irgendwie geiler Inhalt. Also das hat mir gut gefallen, das haben sie gut gemacht von der Goodiebox, ne? Dieses Motto, was einfach so herzerwärmend für mich ist und was mich umhaut, Leute, das ist so eine schöne Beautybox. Guckt ihr euch auf jeden Fall mal an, ich kann es euch empfehlen. Schaut euch gerne auch mal die letzten Videos an, einfach um zu schauen, ob es euch so gefällt vom Inhalt her und so, ne? Weil es ist halt eine Überraschungsbox im wahrsten Sinne des Wortes. Du weißt halt einfach nicht, was drin ist. Cool ist halt einfach bei dieser Box, dass wirklich jeder die gleichen Produkte auch als Inhalt drin hat. Ne? Also, dass niemand jetzt irgendwie unterschiedliche Sachen drin hat und man dann jetzt irgendwie neidisch sein müsste oder so. Also, ich mag sie. Und ich, ja, verlinke euch alles dazu in der Infobox. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!